Hallo ihr Jünglinge und herzlich willkommen. Mein Name ist irgendwas mit Faber. Ich bin hier am Mäusberg in Münster in der Spielstätte des SV 1919 Münster. Ja, herzlich willkommen. Ein wunderbarer Samstag. Ich habe hier das Freundschaftsspiel der B-Junioren des FSV Münster gesehen gegen den JSK Rottgau 3 B-Junioren. Ja, und möchte euch dazu einiges erzählen. Damit ihr aber unterwegs oder hier zwischendurch auch mal mein Gesicht seht, habe ich jetzt noch mal ein kleines Zusatzvideo aufgenommen, weil im eigentlichen Video bin ich leider ungefähr so weit aus der Kamera draußen. Aber es geht ja auch eigentlich eher um die Einschätzung zu dem Freundschaftsspiel und darum, was ich euch hinten raus noch so ein bisschen über den Football Manager und über meine Pläne erzähle. Betrachtet das einfach hier als kleinen Vlog. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's gut im Moment. Ich komme halt nicht hinterher mit YouTube, aber ich mache, was ich kann. Werd heute Abend auch nochmal Dwarf Fortress schneiden, das nur für die out of context, für die anderen Leute, die mich gucken. Und ich kann euch noch nicht ganz genau sagen, wann wir dann tatsächlich mit dem SV Münster anfangen, aber dazu mehr jetzt im Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Wunderschöner Samstag, wunderschönes Spiel, obwohl wunderschönes übertrieben war. Ein gutes Spiel ist ausgegangen, 3-4 aus Sicht unserer B-Junioren. Und was soll man sagen, erste Halbzeit war Münster klar besser, 2-0 Führung. Wobei man auch feststellen muss, zwei Tore aus Standardsituationen, aus dem Spielaufbau heraus kam irgendwie gar nichts. Rottgau hat an sich ganz gut verteidigt und es hat auch schon, man hat auch schon gesehen, das Passspiel ist ein bisschen gezielter, der Spielaufbau ist ein bisschen besser und also genauer, ja, Präzision, der Stellungsspiel. Die Leute stehen halt ein bisschen anders. Jetzt habe ich gerade einen Krampf am Bein. Naja, keine Ahnung. Dann kam irgendwie das 1-2 und ein schönes Tor. Und irgendwie drehte sich in der zweiten Halbzeit, drehte sich das Spiel dann so ein bisschen. Mal gerade diese Windböe abwarten. So, ich bin wieder zu Hause und muss noch ein paar kleine Anmerkungen zu meiner kleinen Spielanalyse Münster-Rottgau machen. Ja, so ein Spielbericht oder so eine kleine Spielanalyse ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Ich habe mir nämlich anscheinend einen Fehler erlaubt. Der Fußball.de sagt, die Chronologie war 1-0, 1-1, 2-1 und dann Halbzeitstand 2-1. Ich hatte irgendwie das 2-0 vor dem 1-1 im Kopf, aber egal, okay. Tja, dann sind mir noch zwei Sachen eingefallen, und zwar eine Sache zum SV Münster. Die B-Junioren SV Münster haben sich eigentlich selber das Leben schwer gemacht, weil im Moment des Ballgewinns vor dem Abspiel einfach teilweise der Blick nach oben und die Spielübersicht nicht da war. Und wenn die Spielübersicht da war, dann fehlte an anderen Stellen manchmal oder gab es an anderen Stellen manchmal Defizite im Positionsspiel und im Spielaufbau, dann waren halt nicht so viele entweder nicht so viele Anspielmöglichkeiten da oder die Ausführung des Passes war halt so, dass der Ball zum Gegenspieler ging und daraus dann teilweise eine Konterchance resultierte. Das ist halt das eine. Und auch der eigene Spielaufbau aus der Defensive hatte halt einfach Schwierigkeiten, weil die Breite des Spiels, die Breite des eigenen Spiels halt teilweise nicht wahrgenommen wurde und dann halt lieber ein Kurzpass direkt zum nächsten verfügbaren gespielt wurde, der dann auch teilweise abgefangen wurde von der JSK Rottgau, anstatt dann auch einfach mal das Spiel zu verschieben, was aber der Keeper von Münster teilweise sehr gut gemacht hat. Der hat da teilweise einfach mal Bälle nach vorne geschlagen, die dann dafür gesorgt haben, dass das ganze Spiel wieder sich bewegt hat und von der Münsterer Seite wegbewegt hat. Aber grundsätzlich ist halt die Breite nicht wirklich wahrgenommen worden und bei dem, ich weiß nicht, ob das Kurzpassspiel so angelegt war. Das schien mir so, als wäre das taktisch so angelegt gewesen. Und wenn es taktisch so angelegt war, dann war es gegen die JSK Rottgau, die von meinem Empfinden her einfach besser, also technisch präziser gespielt hat. Dagegen ist halt so ein Kurzpassspiel irgendwie schwierig, weil die fangen halt gerne mal einen Ball ab. Und das hat man heute halt auch gesehen irgendwo. Das andere ist, was ich auch noch anmerken will, das klingt jetzt auch wieder ungemein kritisch, aber ich sag's nochmal, ich bin mit dem ganzen Spiel eigentlich super zufrieden. Es war sehr unterhaltsam, es war sehr cool. Trotzdem, ich will noch eine Sache anmerken. Bei der JSK Rottgau gingen ganz, ganz viele Angriffe über die rechte Seite. Der Spielaufbau aus der Defensive erfolgte eigentlich, so wie ich das wahrgenommen habe, fast immer über Diego. Hier unten ist er, Diego Andres Anadon. Großes Kompliment an der Stelle für die Ballgewinne, für die Übersicht vor dem Pass und auch für das
für das Einsetzen der Mitspieler. Super gemacht. Aber ich finde, gut, vielleicht ist das in der Spielklasse noch nicht relevant. Ja, aber was man machen könnte, wenn man weiß, okay, die spielen immer über rechts, sie spielen immer über das rechte defensive Mittelfeld, da kommt immer oder halt über den Flügel, keine Ahnung, was er gespielt hat, aber es geht halt immer auf der Seite nach vorne und es wird halt immer gefährlich, weil dann auch kurz nach der Mittellinie halt auch ein Diagonalpass wieder reingespielt wird. Man kann dann auch mit zwei Leuten draufgehen und man kann einfach auch einen Bewacher abstellen oder, also ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das bei B-Junioren schon ein Thema ist, aber man kann so Spieler theoretisch auch rausnehmen. Die Frage ist halt, was es kostet. Ja, wenn dann woanders jemand fehlt, ist natürlich auch scheiße. Muss ich mal so klar sagen, Entschuldigung. Aber es gibt schon Mittel und Wege dagegen. Ich will auch nicht jetzt die ganze Zeit die Taktik und die Aufstellung und den Trainer kritisieren, aber es ist mir halt aufgefallen und ich möchte es halt auch irgendwo sagen, ohne dass es, weiß ich nicht, ohne dass es gleich zu kritisch und zu Mimimi und zu Mämmä rüberkommt. Soll es gar nicht sein. Ich fand das Spiel cool, aber ich persönlich hätte noch ein paar Ideen. Ja, das wollte ich nur kurz gesagt haben, waren jetzt bestimmt wieder 5 Minuten, aber egal. So, ich verabschiede mich und wir schalten zurück in den Mäusberg. Ja, keine Ahnung, Rottgau hat dann irgendwie noch 2 Tore gemacht, zu Recht, verdient, dann ist dem Schiedsrichter ist das Spiel dann ein bisschen entglitten irgendwann in der Mitte der zweiten Hälfte und er wird sich zu Recht über die eine oder andere Schiedsrichterentscheidung beschwert, weil 2 Fouls von Münster irgendwie nicht geahndet wurden, 2 von Rottgau. Es gab kurz vor dem, lass mich mal kurz nachdenken, 2-2, kurz vor dem 2-3 gab es irgendwie eine Situation, wo ein Münsterer Spieler komplett geblockt wurde, wo der Ball komplett gesperrt wurde, das hat er auch nicht gesehen, ja. Habe ich mich auch dezent aufgeregt drüber. Und naja, es kam dann, wie es kommen musste. Irgendwann kam das 2-3, das 2-4. Ja, dann kam noch ein schöner Anschlusstreffer hinten raus, hat aber nicht mehr gereicht. Ja, was soll ich sagen? War cool, hat Spaß gemacht, war unterhaltsam auf jeden Fall. Spektakulär waren auf jeden Fall die Standardsituationen, weil ein paar sehr, sehr lustige Freistöße kamen insgesamt. Oder die dann auch teilweise zu Toren geführt haben, die man eigentlich die eine oder andere Spielklasse höher hätte vermuten können. Mein Problem mit dem Spiel liegt, glaube ich, eher in der Taktik, weil ich nicht verstanden habe, wieso wir teilweise heftiges Gegenpressing gespielt haben und teilweise gar keins. Warum wir eigentlich nie richtig tief drin gestanden haben, sondern immer irgendwo im Mittelfeld. Also wir hatten einen super engen Spielaufbau, ja, die Abwehrreihe, das Mittelfeld, der Sturm war super eng zusammen irgendwo. Wir haben nach vorne nicht genug Druck gemacht und nach hinten auch nicht genug Nachdruck gehabt, sodass man auch mal, also das ging so weit, dass wir teilweise in der Unterzahl von 2-5 gespielt haben in der Abwehr, wo ich dachte, hallo. Dennoch, wie gesagt, der Einsatz war da, es war an sich kein schlechtes Spiel. Ich habe es nur taktisch echt nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, ob es eine defensive Grundausrichtung sein sollte. Ich habe es nicht verstanden, ob das offensiv gemeint war. Ich habe den Abstand zum Gegenspieler nicht wirklich kapiert, weil wir die Leute... Ich meine, teilweise war Münster mit vollem Einsatz da. Dann kam so ein bisschen diese Phase, wo dem Schiedsrichter das Spiel so ein klein bisschen außer Kontrolle geraten ist, wo sich Leute auch von draußen so ein bisschen echauffiert haben wieder und... Danach hatte ich das Gefühl, wir eskortieren die Leute. Ja, wir haben irgendwie einen Meter Abstand zu den anderen. Es gab auch immer wieder Leute, die halt reingegangen sind, ja, die auch. Ich habe leider keinen Überblick über. Ich habe erst 2 Spiele gesehen von den B-Junioren, deswegen weiß ich noch nicht so genau dieses wer, was, wann, wo. Ja. Ich weiß, dass wir ein super defensives Mittelfeld hatten, dieses Spiel. Wir haben in der Mitte haben wir brillant gearbeitet, haben teilweise die zweiten Bälle gewonnen, haben teilweise einfach stufenlos und durchgehend 2 Kämpfe gewonnen im Mittelfeld. War cool anzusehen, hat Spaß gemacht. Aber dafür in der Abwehr und im Sturm haben wir irgendwie, teilweise war der Spielaufbau nicht vorhanden, teilweise war die Zuordnung überhaupt nicht gegeben, dass Leute halt einfach völlig frei, also dass einfach auch das gegnerische offensive Mittelfeld einfach komplett frei zum Zuge gekommen ist. So. Und wo ich mir dachte, man muss nicht immer im Strafraum verteidigen. So. Man kann auch im letzten Drittel irgendwo verteidigen. Aber ich meine, ich will jetzt auch gar nicht so streng mit denen ins Gericht gehen, mit den Spielern, sondern ich verstehe es taktisch einfach nicht. Und strategisch habe ich keine Ahnung was. Also ich habe es nicht erkannt. Ich habe die Grundausrichtung erkannt, dass wir irgendwie eine 4er-Abwehrkette hatten, dass wir irgendwie einen defensiven Mittelfeldspieler haben. Das lässt dann auch nicht mehr allzu viele Optionen. Also
Ich weiß nicht, was wir da im Mittelfeld und im Sturm gespielt haben. Nicht wirklich. Ich weiß, dass wir zwei vorne hatten. Das heißt, irgendwie so ein 4-1-3-2 oder so wahrscheinlich. Irgendwas in der Art. Was eigentlich schon relativ offensiv gemeint ist normalerweise. Das kam aber leider nicht wirklich durch, weil halt auch, was mir wie gesagt gut gefallen hat, wir sind in die Zweikämpfe gegangen, haben da auch Bälle gewonnen. Was mir dann nicht so gut gefallen hat, war halt einfach die Übersicht. Und das halt auch teilweise vom Trainer in der ersten Halbzeit. Auch Steilpassaktionen so zurückgepfiffen wurden, wo ich mir dachte, ey, das war doch ein guter Pass. Da kam dann, ging der Ball teilweise, wurde der Ball gewonnen und ging direkt steil gerade nach vorne. Und ich dachte, ja, geil. Nur weil das jetzt nicht funktioniert hat, nur weil das zum Gegenspieler ging, muss man es ja lange nicht zurückpfeifen als Trainer und sagen, hier, lass doch mal diese Kunststückchen, sondern das, sowas kann man ja auch nutzen. Ich meine, man kann sich auch defensiv aufstellen und genau mit so einen Aktionen irgendwie auf Konter spielen, aber wie schon gesagt, ist egal, war ein Freundschaftsspiel. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen, alles in allem. Ich habe mich wunderbar unterhalten gefühlt von unseren B-Junioren und auch vom JSK Rottgau. Kompliment, Kompliment, weil der JSK wirklich teilweise eine gute Übersicht bewiesen hat, einen guten Spielaufbau aus der Defensive bewiesen hat. Genau in den Zonen, wo wir irgendwie schwach waren, haben die halt ihre Stärken ausgespielt, haben im Sturm, haben die zwei wunderbare Tore gemacht. Nicht schlecht, ja. Wenn es nicht das gegnerische Team gewesen wäre, hätte ich mich richtig gefreut. Nee, muss man schon echt sagen. Also, die sind einfach auch, sie sind schnell in ihre Grundausrichtung zurückgegangen, man hat einfach gemerkt, da sind halt auch irgendwie, ist halt auch so der eine oder andere Spielzug, der einfach konsequent, roboterhaft durchgezogen wird. Und das Schlimme ist, das hat trotzdem halt auch funktioniert. Ja, war cool, Kompliment. Alles in allem Kompliment an beide Teams, Kompliment an beide Trainerteams, ein kleineres Kompliment an den Schiedsrichter. Ich fand es schön, dass er es dann doch im Griff behalten hat, aber es hätte man teilweise ein bisschen anders. Also, ich will es jetzt auch nicht schlecht reden. Er hat irgendwie über 75% des Spiels einen durchaus guten Job gemacht. Sagen wir es so rum, aber an manchen Stellen hatte ich mir gedacht, Alter, da hätten vielleicht auch die Linienrichter ein bisschen unterstützen müssen oder so, aber hätte man pfeifen können, hätte man geben müssen, allein damit die Frustration nicht so groß ist auf dem Feld, ja. Ja, wo war ich? Achso, Kompliment an beide Teams, Kompliment an beide Trainer, Teams. Wobei ich mir, wie gesagt, in Münster finde ich es schwammig. Ich weiß nicht genau, was die B-Junioren spielen. Vielleicht kriege ich es raus, wenn ich mehrere Spiele gesehen habe. Vielleicht ist es so ein bisschen vermessenes Urteil, weil ich einfach noch nicht lang genug dem Team zugucke. Ja, aber wie gesagt, aktuell ist das mir nicht so ganz klar. Rottgau, Chapeau. Ja, und ja. Gruß an die Rottgauer Fans, die neben mir standen, also wahrscheinlich irgendwie Eltern von irgendwem aus dem Team. Ich kann verstehen, dass man dann immer eher so sein eigenes Kind im Blick hat, aber wow, ihr wart teilweise, teilweise lustig, teilweise cool drauf, teilweise anstrengend. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall wollte ich mich nur kurz melden und kurz sagen, wir kommen jetzt mal zu einem anderen Thema, kurz zum Fußballmanager zurück. Die Idee mit dem SV Münster ist überhaupt nicht gestorben. Ich bin eigentlich auch genau deswegen hier, weil ich morgen bei der A, also morgen spielt Münster 1 und Münster 2 hier auch am Mäusberg. Und da kann ich wahrscheinlich nicht dabei sein. Deswegen dachte ich mir, komme ich heute hierher und nutze die Chance noch, um ein Video zu machen. Und bevor ich jetzt zum Thema Football Manager komme, also wie gesagt, der Plan, den SV Münster im Football Manager zu spielen, ist überhaupt nicht gestorben. Wir werden das anfangen. Ich versuche nur vorher ein bisschen mehr Zugriff noch auf die Sportart zu kriegen, ja, so ein bisschen mehr Gefühl dafür. Und ich denke, da schadet es einfach nicht, sich live und selbst die Sachen anzugucken. Ja, und hat Spaß gemacht. Ich bin gespannt, was ich mit dem SV Münster anfange. Ich habe die A ja noch gar nicht gesehen von uns. Und das wäre ja die ich in der, oh Gott, jetzt lasst mich lügen, in der Kreisliga Hessen. Ist das so? Ich kenne mich im unteren Ligensystem echt nicht so gut aus. Ich glaube Kreisliga Hessen oder irgendeine Verbandsliga. Oh Gott, keine Ahnung, wir werden sehen. Auf jeden Fall, ich bin gespannt, was ich draus mache. Aber vorher will ich mir so viel wie möglich Gefühl und ja, auch keine Ahnung, Intuition für diesen Sport irgendwie aneignen. Und da ich ja selber auch nie gespielt habe, ist das halt bei mir auch nochmal was anderes. Das ist halt alles nicht so tief drin wie bei anderen. Und ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Fun. Ich hoffe, es war auch unterhaltsam für euch und ihr freut euch auf die Serie.
Ja, ansonsten, vielleicht machen wir auch mal einen Live-Spielbericht irgendwann hier vom FSV Münster. Vom SV Münster, Entschuldigung. Nicht von der Freien Spielvereinigung, sondern vom SV Münster 1919. Vielleicht machen wir auch irgendwann mal einen Spielbericht oder so. So ganz live, während da im Hintergrund das Spiel läuft. Keine Ahnung. We'll see. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Bye bye.